Hey Leute, willkommen zurück zu den Tops und Flops von meinem 18. Bundesligaspieltag. Meine Tops, ganz klar, Nils Pettersen. Nils Pettersen geht zum SC Freiburg, macht 3 Buden in seinem ersten Spiel und hilft so dem SC Freiburg zum Klassensieg gegen Eintracht Frankfurt. Ist Pettersen vorher noch nie gelungen, hätte er vielleicht auch zu einem anderen Club noch gehen können. Für Freiburg denke ich auf jeden Fall ist Pettersen ein Glücksgriff. Er kann der Garant dafür sein, dass Freiburg vielleicht am Ende doch in der Liga bleibt. Ein zweiter Hoffnungsschimmer oder beziehungsweise zweites Highlight für mich ganz klar 2 Wolfsburger, und zwar Kevin De Bruyne und Bas Dost. Wer gegen Bayern 2 Tore macht, ist zum einen wie Bas Dost auf jeden Fall einer der Gewinner des Spieltages, und Kevin De Bruyne ist einfach der absolute Hammer. Ich kann nur hoffen, dass Wolfsburg da wirklich keine Ausstiegsklausel in den Vertrag eingebaut hat, weil ansonsten ist er spätestens zum Ende der Saison weg. Ich denke, dass der so ein Spieler ist, der ganzen Liga auf jeden Fall übelst weiterhilft, und er auf jeden Fall ein Spieler, der derzeit in der Form bei fast jedem Club der Welt spielen könnte. Meine Flops des Spieltages. Ganz klar 2 Spieler, und zwar zum einen Thomas Müller. Wer zuerst die Klappe so weit aufreißt und sagt, bei uns ist das Training härter wie die Bundesligaspiele und dann 4:1 im ersten Spiel verliert, der muss damit rechnen, dass er danach auch ordentlich einen draufkriegt. Deswegen heute mal Thomas Müller bei den Verlierern des Spieltages mit dabei. Ja, und wer noch? Klaas-Jan Huntelaar. Klaas-Jan Huntelaar, rote Karte gekriegt, kein wirklich gutes Spiel gemacht, vor allem danach auch noch übelst auffällig geworden. Huntelaar für mich eine Enttäuschung des Spieltages, wird auch gegen die Bayern mit der roten Karte fehlen. Ich rechne da mit 2 bis 3 Spielen. Ja, das sind für mich eigentlich so die Verlierer des Spieltages. Mich interessiert natürlich, wie seht ihr das? Was sind eure Gewinner und Verlierer des Spieltages? Um Gottes Willen, was sagt ihr zu meinen Tipps? Meine Tipps waren wirklich grausam, wenn man sich es nachher anguckt. Ich melde mich dazu morgen nochmal bei euch mit dem neuen Tippspiel, also mit meinem Gewinnspiel. Zudem bekommt ihr am, ich glaube, Donnerstag ist es, den Gewinner des Gewinnspiels, also wer das Deutschland-Trikot gewonnen hat. Bis dahin. Teilt mir mit, wer war euer Gewinner oder Verlierer des Spieltages. Bleibt sportlich, bleibt der Sportbox.